Hallo, liebe Freunde. In Wikipedia ist über Thomas Reusenzehn unter anderem nachzulesen, dass viele seiner neuen Ideen anfänglich ungewöhnlich erschienen im Markt, später dann Mainstream wurden. So war es auch oder ist es vielleicht auch hier mit diesem schönen Röhren-Vollröhren-Power-Mixer. Als ich einen bekannten Sänger vor circa 4 Jahren mal erzählt habe, ich baue für mich persönlich einen Vollröhren-Powermixer, weil ich des Singens über moderne Powermixer mit dem bekannten Plastiksound überdrüssig geworden bin. Da bekam ich zur Antwort, sowas braucht eigentlich kein Mensch. Naja, ich habe dann trotzdem mir solch einen Powermixer gebaut und der wurde mir dann ein Jahr später händeringend abgekauft. Naja, es hat jetzt 2, 3 Jahre gedauert und zwischendurch wieder persönlich mit den modernen Powermixern mich rumgeplagt und jetzt hatte ich endlich mal Zeit, ein schönes Gerät auch weiterentwickelt für mich selbst oder unsere Band zu bauen und das demonstriere ich mal hier. Das sind 5 Kanäle, diesmal mit Klangregelung, symmetrischen Eingängen. Dann hier noch ein Insert für Instrumente oder Line. Dann habe ich pro Kanal einen Gain-Regler, einen Reverb-Send, weil wir haben Reverb mit an Bord und einen Monitor-Send. Dann eine klassische Dreiband-Klangregelung, Treble, Middle, Bass mit einem Volume-Regler pro Kanal. Und das mal 5. Natürlich habe ich auch hier schaltbare Phantompower, 48 Volt pro Kanal einzeln schaltbar und habe dann im Masterteil als einfachste Bedienung lediglich einen Master Volume, einen Reverb Master Regler, der in den Return Weg zurückgeht und einen Präsenzregler, der dann die typische Röhrenpräsenz in der Endstufe nochmal herauskitzeln kann. Ganz nach links gedreht ist er linear. Hier oben habe ich die Lüftungsschlitze für die Röhren zu sehen. Und alles in dieser schönen Kiste drin. Netzanschluss, zweimal Speakern und zweimal Klinke und noch ein Line-Ausgang. Und hier hinten sehen wir die großen Transformatoren und 4EL34 für 100 Watt Ausgangsleistung. Das reicht für jeden Club. Und ich schließe den jetzt noch mal kurz an. Speaker rein. Das ist nämlich auch die Überlegung: Kiste hinstellen, 2 Speaker rein im Club, Mikrofon und dann prima lossingen. Wenn man den Gitarrenamp eingestöpselt hat, kann man sofort losspielen mit der Band. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Ba, ba. Ja, fröhliches Singen, liebe Freunde. Bis bald.